Die eigentlichen Erfolgsfaktoren in der Karriereplanung sind das aktive Engagement der Kandidaten bezüglich Firmen und Kulturen, die Internationalität, die inzwischen unabdingbar ist, und auch das persönliche Interesse, wo führt mich die Laufbahn hin. Führungspersonen in Schweizer Unternehmen zeichnen sich insbesondere durch Leidenschaft, persönliches Engagement und Einsatz und auch die Weitsicht aus, damit die Ziele erfolgreich erreicht werden können. Für die Karriereplanung ist ein MBA ein ganz wesentlicher Baustein. Leute, die schon längere Zeit in einem Unternehmen arbeiten, ihren ersten Ausbildungsabschluss hinter sich haben, müssen sich neu orientieren, fokussieren. Und hier hilft eben ein MBA an einem Schritt in eine höhere Managementfunktion oder für einen Wechsel in ein anderes Unternehmen. Ein MBA kann für die Karriereplanung viel bringen, im Sinne einer starken, soliden betriebswirtschaftlichen General Management-Ausbildung. Es ist zudem möglich, in der Mitte der eigentlichen Karriere dieses Studium anzugehen und sich in dieser Weiterbildung ein großes Fundament für eine weitere aktive Managementkarriere aufzubauen. In einem EMBA-Studium versucht man, Fachwissen zu vermitteln, das heißt zum einen im Bereich Strategie, Finanzen, Marketing, aber auch Methodenkompetenz, beispielsweise in Fächern wie Marktforschung oder auch ganz wichtig Sozialkompetenz im Bereich wie Leadership oder Cross-Cultural Management. Wir versuchen in einem MBA die aktuellen Trends und Herausforderungen der Wirtschaftswelt einfließen zu lassen ins Curriculum. Sei das beispielsweise im Bereich Social Media, sei das im Bereich von Managing von Komplexität, Managing von Netzwerken, virtuellen Teams und so weiter. Theorievermittlung steht nicht im Vordergrund. Es geht darum, gegenseitig voneinander zu lernen. Das sind alles Führungskräfte aus diversen Branchen, die hier zusammenkommen. Problemfälle, Fallstudien lösen, miteinander diskutieren. Es geht nicht darum, dass es eine richtige oder eine falsche Antwort gibt. Es geht darum, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Also grundsätzlich würde ich folgende Ratschläge weitergeben. Sich über den Zeitaufwand im Klaren zu sein, nebst dem Job. Als zweiten Punkt würde ich weitergeben, sich im Klaren zu sein, wo stehe ich in der Karriere und welchen Schritt kann ich als nächstes tun. Und als dritten Punkt würde ich mir überlegen, welches Institut stellt oder deckt meine Anforderungen ab. Auch nach einem EMBA-Abschluss ist man nicht fertig mit Studieren und Lernen. Lebenlanges Lernen als Stichwort gilt für uns alle. Wir werden alle länger arbeiten müssen. Entsprechend werden wir uns auch kontinuierlich mit dem neuen Wissen auseinandersetzen müssen. Dabei geht es nicht mehr nur um ein weiteres Diplom zu erlangen, sondern vielmehr tatsächlich um die Materie, um das Wissen, die Anwendungsorientierung des Wissens auf meine Funktion im Unternehmen, die ich ausübe. Ich möchte den Leitspruch bezüglich Karriereplanung weitergeben, dass man sich aktiv um seine Karriere kümmert, sich immer wieder auch selbst reflektiert, welche Erfahrungen hat man bereits gemacht, wie kann ich diese entsprechend umsetzen und offen bleibt gegenüber weiteren Chancen, die sich bieten, auch weiteren Unternehmen und Möglichkeiten, um seine Wunschkarriere auch wirklich anzusteuern.